Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute wieder um meine Serie VPs Bastelkram und die wird wahrscheinlich so schnell nicht enden, denn wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und heute zeige ich euch meine Stanzmaschine. Also ich habe die letzten beiden Folgen ja die Handstanzen gezeigt und dementsprechend zeige ich jetzt auch die Stanzmaschine mit den Stanzteilen. Die habe ich auch um einiges minimiert, da ich einfach gemerkt habe, dass ich gar nicht so oft die Stanzmaschine verwende, bin aber auch sehr zufrieden mit der Stanzmaschine, die ich habe, da sie einfach auch nicht allzu viel Platz wegnimmt. Ich denke, dass ich euch dann auch nochmal ein Bild einblenden werde. Und zwar habe ich das in einem Servierwagen, den habe ich von Ikea. Die gibt es aber mittlerweile auch schon überall. Da gibt es auch zum Beispiel beim Action gab es mal einen. Es gibt auch welche bei Amazon zu bestellen. Also da einfach mal gucken, wo ihr oder was ihr auch in der Nähe habt. Da kriegt ihr bestimmt einen. Was ich halt auch cool finde, ist, dass es den bei Ikea auch nochmal in der kleinen Version gibt. Den habe ich auch in weiß nochmal dastehen, beziehungsweise halt auch in klein. Und da habe ich so meine ganzen Utensilien drin, die ich eben häufiger beim Basteln brauche, wie jetzt zum Beispiel Kleber, Stifte, Tesaband und so weiter. Also da ist so ein bisschen Krimskrams drin, wobei das auch mal wieder aussortiert werden kann. Aber da, bei sowas geht das immer ganz schnell, dann schmeißt man mal schnell was rein und da sammelt sich dann immer so ein bisschen was an. Ja, also darum soll es jetzt aber auch gar nicht gehen. Es soll darum gehen, wie ich oder was ich an Stanzen besitze, beziehungsweise welche Stanzmaschine. Und mit der fangen wir jetzt direkt mal an. Die hole ich jetzt gerade mal schnell rüber. So, und zwar ist das diese hier. Wie zeige ich die denn jetzt am besten? Die Sizzix Big Shot Fold Away. Also die kann man quasi ganz schmal zusammenfalten und dann hat man eben ein schönes Paket. Diesen Hebel hier, den kann man durch diesen Drücker hier einmal freischalten, sodass er sich klappen lässt. Und dann hat man hier diesen Griff oder wie sagt man, dieses Rad. So, und dann kann man das hier eben rausklappen und man drückt es dann nach innen. Also ich lasse es meistens einfach so, weil das ist ja eigentlich nur die Schiene, damit ja, das gerade reinläuft. Aber das, muss ich zugeben, geht etwas schwer, wie ihr seht. Also ich brauche da schon etwas Druck. Das geht ein bisschen leichter. Und dann habt ihr eben diese Fläche hier drunter. Da kann man dann auch nochmal aufmachen. Da kann man dann noch was verstauen. Sei es jetzt Stanzen direkt oder was anderes. Ich habe jetzt da nichts drinnen, weil ich das eben alles gebündelt in meinen Ordnern drinnen habe. Genau, und wenn ich das einmal drehe, dann sieht man hier auch die Rollen, durch die es dann läuft. Einmal so. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Platten dazu. Jetzt muss ich das mal kurz gucken, weil ich habe mir ja welche ausgeschnitten von dieser Schneidematte vom Action. Einfach eine ganz billige Schneidematte, die ich mir zusammengeschnitten habe. Da habe ich dann noch zwei weitere. Also geliefert wird die Stanze, die Stanzmaschine mit diesen vier Teilen. Das ist einmal die Grundplatte. Dann haben wir nochmal die Platte für Stanzteile. Also das wird hier dann alles auch nochmal beschrieben. Die Grundplatte benutzt man dann quasi für Embossing-Folder, also für so Embossing-Karten zum Prägen quasi. Und die zwei Schneideplatten. Und die Schneideplatten, die kann man sich nachkaufen. Und ich habe eben das selber mal in einem Video gesehen und habe darüber auch schon selbst ein Video gemacht, dass man diese Schneideplatten, die habe ich jetzt natürlich schon um einiges mal verwendet. Andere, glaube ich, sehen dann nochmal viel ausgenudelter aus, wie man so in dem Fachjargon sagt. Und ich habe jetzt mir überlegt, dass man halt einfach so eine Schneidematte benutzt, anstatt diese Platten, damit die einfach länger halten. Ja, wenn man sagt, okay, diese Platten sind ja nicht teuer,
Dennoch finde ich, dass so eine Schneidematte für 1-2 Euro billiger ist als Platten für 20. Von daher ist es mir dann wurscht, ob ich jetzt so eine Platte nehme oder die hier. Man muss halt nur ein bisschen gucken, wenn ihr zum Beispiel eine andere Maschine habt oder je nachdem, was für Standsteile, könnte das ab und zu wieder unterschiedlich sein, dass das eben gut durchpasst. Also es sollte nicht zu dick werden, und es sollte aber auch nicht zu dünn sein, damit es natürlich auch noch stanzt. Ich habe jetzt diese Kombination aus der Grundplatte, dieser einen Schneidematte, wie sagt man, Schneidunterlage und die zweite Schneidplatte. Das ist am besten zum Schneiden. Und dieser hier, also das ist ungefähr so dick wie so eine Schneidematte. Von daher passt es dann auch ganz gut. Wenn das zum Beispiel nicht reicht oder wenn es zu dick ist, dann versucht man anstelle von so einer Platte dieses mit reinzulegen. Einfach mal ausprobieren oder wenn das noch nicht reicht, legt nochmal so eine Platte drunter. Je nachdem, da muss man halt auch ein bisschen ausprobieren, weil ich denke, je nachdem, was man auch für eine Schneidematte nimmt, sind die vielleicht unterschiedlich dick. Oder welche Maschine ihr habt, das kann dann auch wieder variieren. Also da einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, bei manchen Stanzen kann es halt auch vorkommen, dass die einen dünner oder dicker sind. Oder bei den Prägefoltern ist es, kann es mal sein, dass die je nach Firma zum Beispiel dicker oder dünner ist. Also da muss man halt dann, wie gesagt, einfach rumprobieren, was da am besten passt. Genau, und dann kann ich das quasi so reinlegen und kann das dann eben durchkurbeln. Also ja, ich denke, viele kennen das auch. Und dann hat man eben die Stanzteile ausgestanzt. Natürlich darauf jetzt aufpassen, dass man die Stanze dann mit der Stanzseite nach unten legt. Also das Papier, die Stanze und dann das drauf. Weil sonst macht man natürlich wieder die Schnitte in die Platte. Genau, das ist einmal die. So, und dann habe ich hier noch eine Box drinnen stehen. Jetzt mache ich das mal wieder zu. Ja, und das geht ein bisschen schwer. Doch, da habe ich immer ein wenig Schiss, dass ich das kaputt mache. Aber das geht einfach nur ein bisschen straff. Ich glaube, die geht ein wenig einfacher. Genau. Also, das ist die Stanzmaschine. Ich glaube, im Action gab es ja auch mal eine Stanzmaschine. Ich glaube, bei sowas muss man echt nicht auf Marke schauen oder so, weil ich glaube, wo man es durchnudelt, ist vollkommen egal. Ich glaube, da sollte man dann lieber das Geld investieren in anständige Stanzen. Ich glaube, da ist man dann besser bedient als mit einer teuren Stanzmaschine. Es gibt die ja auch noch elektrisch. Wer jetzt zum Beispiel Probleme hat mit Armen, Fingern, was auch immer, oder mit der Kraft, dann hat man natürlich, dann muss man schon ein bisschen Kraft anwenden, das durchzukurbeln. Da ist so eine elektrische natürlich praktischer, einfacher und bequemer, aber ist natürlich wieder eine Preissache. Aber wie gesagt, die hier reicht mir vollkommen aus. Die vom Action hätte mir auch gereicht, aber da gab es die noch nicht. So, ja, ich glaube, die ist auch zum Falten, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich wollte halt nicht diese ganz große, weil die halt einfach so viel Platz wegnimmt. Und die, wie gesagt, reicht mir vollkommen aus. Ja. Jetzt muss ich bloß gerade mal schauen. Das kann ich ja eigentlich auch direkt noch dazu zeigen. Und zwar habe ich auch noch diese kleine. Das war ein China-Modell. Keine Ahnung, woher das kam. Auch sehr günstig. Und das ist halt einfach so eine kleine Variante. Da habe ich es mir dann auch so gemacht. Da hat man die Platten A und B. Und dann habe ich halt auch von dem Rest noch diese Platten hier genommen zum Stanzen. Da bin ich mir tatsächlich noch nicht mal so sicher, ob ich die behalten werde, aber ich glaube fast, dass ich mir die aufheben werde, dass wenn mein Kleine mal soweit ist und Interesse daran zeigt, dass die dann die Kleine hier bekommt. Genau. Das ist die, genau. Und jetzt, wie gesagt, haben wir hier diese Ordner. Und da habe ich jetzt einfach so eine Kiste genommen. Das war, glaube ich, auch von der IKEA. Die hatte ich halt einfach noch da und habe halt geschaut. Weil wenn ich dann eins rausnehme, dann will ich nicht, dass mir die ganzen Ordner rumfliegen. Darum habe ich die auch nochmal separat in so einer Kiste. Die hier habe ich jetzt tatsächlich nur so lose drin stehen, weil ich davon eigentlich auch nicht so viel habe. Also das ist einmal so ein bisschen weihnachtlich. Sterne, die gehen immer. Auch nochmal so ein Sterne mit so Ausstandsteilen.
Diesen Baum, den finde ich auch richtig schön mit so Herzchen und diese Punkte, Dots, was auch immer, mit so einem Fenster. Die sind, glaube ich, alle vom Action. Ja, also da habe ich wirklich nicht viele. Ich habe auch schon einige aussortiert, genauso wie bei den Stanzen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn man manchmal so Sets kauft, da ist dann überall Happy Birthday mit drin und ich glaube, wir brauchen nicht 10 Happy Birthday Stanzen. Von daher habe ich dann einige aussortiert. Ach nee, da habe ich ja auch noch welche, stimmt. Das sind diese A6 Größen. Ja, die kann man jetzt nicht sehen, ne? Das ist ja jetzt blöd. Okay, die zeige, lasse ich jetzt einfach mal drin. Da ist dieser Baum. Das kann man gar nicht sehen, ne? Oh. Jetzt wartet mal. Was nehme ich denn jetzt da? Mal her da. So kann man es doch sehen, oder? Da ist dann dieser Baum und da ist so ein bisschen vom Winde verweht, diese Blätter. Also ich finde ja diese Baummotive schon immer ziemlich hübsch. Wie gesagt, aber auch diese Prägefolder benutze ich wirklich sehr, sehr selten. Also da möchte ich das auch mal versuchen, dass ich das öfter verwende. Aber ich vergesse es dann auch immer. Und hier haben wir noch so Wolken. Ich bin ja totaler Wolken-Junkie. Wolken gehen immer. Das ist halt immer so eine, so ein bisschen niedlich, ne? So ein bisschen mit Baby und Wolken und süß und keine Ahnung. Und wenn man halt so Hintergründe gestaltet, da passt das halt auch immer ganz gut. So, und da sieht man es jetzt. Und zwar hat man hier diese Herzen, Herzen mit, also das ist dann quasi, nein, so, so rum diese Herzchen. Dann haben wir hier Pusteblumen, finde ich auch immer sehr schönes Motiv. Hier noch so ein paar Blumen. Dann hier haben wir diese Uhr. Kreise sind auch immer sehr hübsch. Dann hier haben wir noch so Sterne mit zum Ausstanzen. Warte mal, das kann man gut kombinieren mit diesem anderen hier. Aber das ist halt eine größere Größe. Und das hat hier nochmal so Punkte mit drinnen. Ja, wie gesagt, sind wir unterschiedlich. Denn hier haben wir diese Blumen mit diesen Ausstanzungen. Hier haben wir noch die hier. Die hier gab es doch mal einzeln jetzt, aktuell beim Action, glaube ich, ohne diesen Folder außenrum. Naja, aber man kann theoretisch das ja ausstanzen und dann einfach ausschneiden. Dann hier haben wir das Wabenmuster mit diesen Ausstanzungen. Hier haben wir dann so eine Karte. Das sind dann so Schlitze. Da wollte ich mal sowas wie so Tags reinstecken, ob das funktioniert. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und hier haben wir einfach nochmal so Weihnachtsmotive und Merry Christmas. Das ist jetzt eigentlich auch nichts Spektakuläres. Das meiste ist vom Action bzw. von Wish habe ich das, glaube ich, irgendwann mal bestellt. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her. Genau. Und hier haben wir dann diese Ordner, wobei ich noch nicht zufrieden damit bin. Also ich bin echt noch am Suchen, was ich, wie ich das Ganze ordentlich aufbewahre. Weil wenn ich das teilweise dann umblättern will, dann fliegen manche Teilchen raus. Ja, keine Ahnung. Bin ich noch nicht ganz so zufrieden damit. Also hier habe ich jetzt einfach mal so Buchstaben einzelne. Entweder so als Fähnchen oder halt ganz einfache Buchstaben. Ich glaube, die waren von, oh, von X-Cut, glaube ich. Na, war sie nicht. Also ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Und hier seht ihr schon, für dich, hallo, alles Liebe, alles Gute, Happy Birthday. Ich glaube, die hier waren von Kreativ Bunt, aber ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Marke das war. Also ich kann das teilweise eben auch gar nicht lesen. Happy Birthday nochmal, Big Dream. Oder Beautiful, glaube ich, heißt es. Shine, Sunshine. Was heißt denn das? Keine Ahnung, was das jetzt heißt. Das sind halt mehr so Buchstaben und Wörter, habe ich hier drinnen. Wie ihr seht, nicht so viele. Smile, Moon. Ja, das sind halt immer so diese Buchstaben und so weiter drin. Dann kommen wir zum nächsten. Da habe ich jetzt diese Form und diese
zwei hübschen hier, diese Feenherzchen. Das ist auch vom Action, das ist auch so ein Herz. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich muss mal das Licht anmachen. Kann das sein? Ist schon besser, ne? Dann haben wir diesen Mond, das ist glaube ich auch vom Action, auch vom Action. Diese Ecken gab es mal, dann diesen hier. Dann hier ist auch nochmal dieses Blatt, aber ich glaube, das ist größer. Dann hier haben wir noch so Schleifen und Herzchen, Sternchen, diesen Regenbogen, Wolken, Wolken. Also das ist halt alles bunt gemischt. Hier haben wir nochmal so eine Ranke sozusagen. Blumen, Vogel, das war glaube ich auch mal vom Action. Dann hier so Blüten, entweder mit so Geschnörkel drin oder ohne. Das Fahrrad, dann hier Schmetterling und so eine Ecke quasi mit so ein bisschen Geschnörkel. Dann hier Blüten, die kann man halt schön übereinander setzen, damit es so eine 3D-Blüte ergibt. Hier auch nochmal Blumen und Blätter. Dann hier haben wir so Bubbles und Doilies, möchte ich es jetzt fast schon nennen. Und zwar sind das solche Formen halt, die sind halt recht klein, also nicht so wie so ein Standard-Doily, sondern halt einfach kleiner, die fand ich ganz hübsch. Dann hier ist noch, das habe ich jetzt da dazu, weil es halt besser zu Weihnachten passt, zu Schneeflocken und Merry Christmas. Das war es dann auch schon. Schon ist gut, ne? Ist ja eigentlich schon genug. So, und dann haben wir den letzten Ordner hier und hier sind halt mehr so, ja. Hier haben wir nochmal diese Wolkenstanzen, die gab es ja beim Action, diese Randstanzen mit den Sternenherzen, Kreisen, Wolken, dann hier nochmal so ein bisschen Geschnörksel. Dann hier, das sind halt immer so einzelne, man kann jedes Teil einzeln nehmen, auch so Art Blüten. Dann hier haben wir ein Quadrat mit Schmetterlingen und einen Stitchrand. Dann hier diese Punkte, das waren ja alles die vom Action. Hier nochmal die Wellen und Zacken und so weiter. Dann das ist glaube ich von My Favorite, nee, oder? Flawn Fawn, glaube ich, oder? Das kann man ja dann ranstanzen zum Beispiel in eine Karte oder so. Und wenn man sich dann so ein Nupsi mit reinmacht, dann kann man diese Figur hin und her rollen lassen. Das habe ich, wie ihr schon sehen könnt, da die komplett noch zusammen ist, noch nicht verwendet. Ja, also ich habe vieles im Kopf und vieles geplant, aber irgendwie vergesse ich es dann oder habe keine Lust oder keine Zeit. Und dann kommt immer irgendwas dazwischen, was man dann eher machen muss oder keine Ahnung. Ja, dann hier, das ist auch nochmal so eine Karte, das kann man dann eben benutzen, um so eine Klappe zu machen quasi, dass wenn man das aufklappt, dass dann dieser Teil offen bleibt. Genauso wie das hier. Dann hier haben wir nochmal so eine Art Wolkenstanze mit so Kreisen. Hier haben wir auch nochmal so Wolken. Jetzt wartet mal, das kann man doch dann auch hier mit dazu machen. Das passt doch besser, wenn wir das hier mit reinnehmen. So. Dann hier ist so eine Art Poststempel oder wie sagt man, Briefmarkenrand. Das sind ganz viele verschiedene Größen. Das ist auch nochmal von X-Cut, glaube ich, so eine Stanze. Dann hier, da sieht man schon, geht es ein bisschen ab. Das sind halt diese, ja, da ist entweder der Magnet nicht gut oder das ist so ein bisschen verbogen. Einmal hier die Quadrate mit abgerundeten Ecken. Hier nochmal so Blüten mit so Punkten. Dann hier, das ist auch so ein bisschen verbogen. Dann hier mal Kreise. Mit Punkten, also das ist kein Stitchrand, sondern so gepunktet. Und hier haben wir nochmal so Ovale. Schaut, das geht schon ab. Wobei, wenn das halt so einzelne sind, macht es ja eigentlich nichts, ne? So, bleib bitte dran. Dann hier nochmal normale Kreise, das war glaube ich auch vom Action. Da gibt es ja hunderte von Größen. Dann hier nochmal so eine Art Blume oder halt mit solchen Wellen. Dann hier ist diese eckigen. Hier auch nochmal, das auch vom Action, glaube ich, das aber auch. Dann diese hier mit diesen Fähnchen und mit dieser Ecke und das war es auch schon. Das sind dann wirklich die ganz einfachen, ohne Stitch, ohne Punkte, ohne nix. Einfach nur ausstanzen. Aber das nervt mich hier, aber der ist einfach nur ein bisschen verbogen. Naja, so. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon mit den Stanzen. Und
Ja, also wie gesagt, da muss ich wirklich mal ein bisschen gucken, dass ich die öfter verwende. Vielleicht gehe ich da auch noch mal durch und sortiere ein bisschen aus. Weil dadurch, dass ich sie halt wirklich nicht so oft verwende, ist es eigentlich schade drum, gerade halt solche spezielleren Motive, wenn es jetzt die Standardformen sind. Ich glaube, die kann man immer irgendwann mal gebrauchen. Da habe ich ja auch die Karte gemacht, diese Babykarte mit den Drachen drauf. Da habe ich ja auch dieses Fenster ausgestanzt. Also ich habe es jetzt dann in der Anleitung mit dem Cuttermesser gemacht. Aber natürlich ist es schöner, wenn man so eine Stanze hat, die dann auch nochmal so einen Stitch hat. Aber wie gesagt, sowas kann man auch mit dem Cuttermesser machen. Wenn man jetzt natürlich speziellere Formen hat, wie Kreise oder Herzen oder Sechseck oder was auch immer, dann ist sowas natürlich immer praktischer, wenn man es einfach schön mittig platzieren kann und stanzt dann aus. Und dann muss man sich nicht abtun mit dem Cuttermesser. Aber wie gesagt, so geht das auch. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit unserem schönen kleinen kurzen Video mit der Stanzmaschine. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder auch Anregungen, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Möchte ich mal gerne wissen, was ihr so macht. Zum Beispiel auch mit Foldern zum Beispiel, also so Prägefoldern oder ob ihr die kombiniert. Dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben oder ihr könnt zum Beispiel auch für die anderen Mädels mal reinschreiben, welche Maschine ihr habt oder wie ihr die findet zum Beispiel. Vielleicht kann da jemand auch ein bisschen Infos rausziehen. Das wäre natürlich auch super. Einfach so die Erfahrungen weitergeben. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Man kann sie sehr klein machen im Gegensatz zu der anderen Maschine. Ich glaube, es gibt A4 und A5, die dann eben wirklich in der kompletten Breite ist und die kann man halt schön zusammenklappen. Wie gesagt, ich glaube, die vom Action kann man auch zusammenklappen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da nehmen sie halt einfach nicht so viel Platz weg. Wie gesagt, ich habe euch auch noch mal ein Bild eingeblendet, wie ich das aufbewahre. Ich hatte das vorher im Schrank stehen, was auch super war, aber so kann ich es mir halt an den Tisch schieben und brauche nicht den Tisch mir dann vollstellen, sondern kann mir das ranschieben und habe dann alles griffbereit und alles ist zusammen. Das war auch so ein bisschen, habe ich es gesehen bei Ginger von Kreativ Bunt aus der Community. Die zeigt ja immer wieder, wie sie ihre Sachen aufbewahrt, wenn man zum Beispiel Fragen hat, was ich auch total cool finde. Und sie hat dann auch mehrere von diesen Containern und nennt das wohl, wie nennt sie das? Stanzbar. Auch eine coole Idee. Also ich habe es einfach aus dem praktischen Grund so gemacht. Aber bei ihr schaut es halt auch noch gut aus, was auch natürlich nochmal ein Hingucker ist. Ja gut, dann war es das jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter und ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr seid gesund und bis bald. Tschüss!